Das wäre wirklich großartig. Und das wäre auch das Mindeste, nachdem Sie uns schon so lange im Tierheim gratis betreuen. Ganz davon abgesehen, dass ich davon überzeugt bin, dass es Frodo gut bei Ihnen hätte. Also sprichst du mit Ricky? Ja. Das mache ich. Versprechen kann ich meinerseits aber natürlich noch nichts. Aber meinem Charme kann man nur schwer widerstehen. Ich bin somit guter Dinge. Fantastisch. Bitte lass mich unbedingt wissen, was du erreichen konntest. Egal, ob Tag oder Nacht. Okay. Geht klar. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es das ganze Spiel über hier Tag sein wird. Außer man geht da an die Villa von hier mit da, von dem, oh Gott, Vampirschauspieler, wie hieß er doch? Und sie auch nächste Woche noch hier stehen werden und Katzenstreu aus Buddys Fell bürsten. Jawohl. Nee, hier. Ricky. Ich gucke mich erst noch mal um, bevor ich mit dem spreche. Ja, die kann ich jetzt nicht ohne weiteres da draufstellen. Ja, das geht nicht. Die Idee ist super. Aber die Plüschkatze sieht Mr. Fumbleclaw leider noch nicht ähnlich genug, um die Illusion zu erzeugen, er hätte selbst auf dem Podest gesessen. Das heißt, ich muss da noch irgendwas mitmachen. Mr. Fumbleclaw ist noch eine ganze Ecke wuscheliger. Das heißt, ich muss den zerzauseln. Habe ich irgendwas... Ein Kamm oder irgendwas... Ja, die Schere ging ja nicht, das habe ich probiert. Ich tue Tieren keine Gewalt an. Nicht einmal, wenn sie aus Plüsch sind. Das ergibt keinen Sinn. Nein, das möchte ich nicht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Okay, ich kann ihn jetzt hier mit nichts zerzauseln, denke ich. Ich muss erstmal mit Ricky reden. Ich weiß auch nicht, was diese Abdrücke. Steht hier sonst eine Kamera oder was? Da suche Bilder. Schaufenster. Nee, ich habe hier nichts. Ich muss mal mit Ricky reden. Geh doch zur Straße jetzt. Danke. Ja, benötigst du noch Hilfe mit deiner Frisur? Ich hätte da noch ein paar Fragen bezüglich deines Wettbewerbs Rickys Finest. Na klar, was willst du wissen? Wie kamst du auf die Idee, einen Schönheitswettbewerb für Katzen ins Leben zu rufen? Nun, ist das nicht offensichtlich? Es gibt einfach keine bessere Werbung für meinen Salon als einen regional anerkannten Wettbewerb, der meinen Namen trägt. Tag für Tag frisiere ich die schönsten Katzen der oberen 10.000. Und für den Großteil meiner betuchten Klientel sind ihre Tiere weit mehr als nur maximal behaarte Familienmitglieder. Diese Katzen sind vor allem eins: wunderschöne Statussymbole. Mhm. Und das größte Ungemach, welches diesen Herrschaften widerfahren könnte, ist, wenn die Miete des Nachbarn eine höhere Punktzahl bei Rickys Finest erzielt als die eigene. Du meinst, am Ende profitierst vor allem du von diesem ewigen Wettbewerb? Natürlich. Katzenbesitzer wie Lady Longbottom oder Lady Beaufort würden jeden Preis dafür bezahlen, ihre wunderschönen Geschöpfe auf dem Siegertreppchen zu sehen. Und ich vermute, das tun sie dann auch? Yep, aber glaube nicht, das wäre leicht verdientes Geld. Das Entwickeln ständig neuer Frisuren für zum Beispiel die schottische Faltohrkatze oder die norwegische Waldkatze fordert jedes Jahr meine Kreativität aufs Neue. Und neumodische Rassekatzen wie die Sphinx sind ganz besondere Herausforderungen. Sphinx? Du meinst die Rasse ohne Haare? Was gibt es da zu frisieren? Oh, das ist eine reine Qualzucht, ne? Ich sagte ja,
Es ist eine echte Herausforderung. Bei Rassen wie der Sphinx zählt weniger eine perfekte Frisur als vielmehr eine perfekte Dekoration. Wie zum Beispiel ein selbstgestricktes blaues Kleidchen aus feinster Kaschmirwolle. Oder einfach nur ein blaues Schleifchen aus feinster Seide, welches dem Betrachter entgegenschreit: Ja, ich bin nackt, aber ich bin auch wunderschön. Okay. Du bist also der Meinung, jede Katze ist ein ganz eigenes Kunstwerk, unabhängig von Rasse oder Haaren? Du hast es erfasst. Und meine Aufgabe als Künstler ist es, dieses Kunstwerk bestmöglich zu präsentieren. Und bestmöglich zu verkaufen. Ja, natürlich. Die besten Werke von Vincent van Gogh oder Pablo Picasso waren Auftragsarbeiten, aber waren sie deswegen weniger grandios? Das kann ich nicht beurteilen. Ich lese eigentlich nur Spider-Man-Comics. Aber denen liegt ja auch ein gewisser finanzieller Gedanke zugrunde. Na, siehst du, Kunst und Kommerz müssen sich nicht im Wege stehen. Und du hast noch nie das zufriedene Lächeln einer Katze gesehen, nachdem sie ganz oben auf dem Siegertreppchen von Rickys Finest stand. Naja, das wage ich aber zu bezweifeln. Du meinst das zufriedene Lächeln ihrer Besitzer? Ja, hallo, Frau Malzahn, schön, dass du da bist. Nein, nein, ich meinte schon das Lächeln der Katze. Katzen können lächeln? Natürlich. Nachdem sie den Sieg bei Rickys Finest errungen haben, lächeln sie alle. Sie können gar nicht anders. Würdest du auch meinen Kater Jimmy frisieren? Und hätte er überhaupt eine Chance auf einen Sieg? Er ist nur ein normaler Hauskater, musst du wissen. Geboren im Kuhstall als eines von 12 Geschwisterchen. Rasse und Herkunft spielen doch keine Rolle. Jeder Katze wohnt ein potenzieller Sieger bei Rickys Finest inne. Und natürlich würde ich mich freuen, deinem Jimmy die nötige Extravaganz zu verleihen, die du dir für ihn sicher wünschst. Toll! Nachdem du die Rickys Finest Teilnahmegebühr in Höhe von 25.000 Pfund bezahlt hast. 25.000 Pfund. Das sind, warte mal, ich war in England zu D-Mark-Zeiten. Da waren 100 Pfund ungefähr 30 D-Mark. Und dann sind das in Euro. War das jetzt durch 2 oder mal 2? Das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Und nur für weitere 15.000 Pfund garantiere ich einen Platz auf dem Siegertreppchen. Nur via Vorkasse. PayPal wird leider nicht akzeptiert. Nee. Oh, ich fürchte, das kann ich mir nicht leisten. Das macht doch nichts. Ich halte dir einfach einen Platz auf der Teilnehmerliste für nächstes Jahr frei. Okay. Das ist sehr nett von dir. Für nur 15.000 Pfund. Alles klar. Nur Vorkasse, kein PayPal. Durch 2, okay. Kann ich dir sonst noch bei irgendetwas helfen? Das ist 24 Jahre her, dass der Euro eingeführt wurde. Das kann ich mir nicht mehr merken. Ist unwichtig. Kannst du heute sowieso nicht mehr so rechnen. Bei der Inflation und alles. Gute Nachrichten. Ich habe die verschwundene Katze gefunden. Verschwundene Katze? Er kann sich auch nichts merken hier, siehste? Etwa die verschwundene Katze? Genau die! Tatsächlich. Boah, da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Plumps. Bitte sag, dass es ihr gut geht. Und dass ich nichts mit dem Verschwinden zu tun hatte. Ja doch, aber nicht absichtlich. Es geht dem Kater den Umständen entsprechend gut. Na Gott sei Dank. Und er hat die Odyssee in der Kiste mit deinen Flohkämmen gut überstanden. Echt? Meine Flohkammkiste? Verflixt. Es war ja sicher keine Absicht von dir. Natürlich nicht. Trotzdem, wenn das rauskommt,
Das wäre ein PR-Albtraum. Sag mal, bist du vielleicht für eine kleine Bestechung zu haben? Du denn auch? Bestechung? Du willst dir mein Schweigen erkaufen? Das versteht man im Allgemeinen unter einer Bestechung. Ja, ich sage nix, wenn du Mr. Fumbleclaw gewinnen lässt. Und mir eine Urkunde gibst. Ja. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Jahresvorrat von nur 2 Jahre abgelaufenem Premium-Shampoo? Ja, super. Das will ich unbedingt haben. Denn, dass du ein paar Frisurprobleme hast, ist ja offensichtlich. Nein, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können. Aber wenn wir schon einmal beim Thema Bestechung sind, es gäbe da in der Tat eine Möglichkeit, wie du dir mein Schweigen erkaufen könntest. Prima. Lass hören. Besagte verschwundene Katze muss deinen diesjährigen Wettbewerb gewinnen. Und das Ganze in Abwesenheit von besagter verschwundener Katze. Ah, jetzt frisiert er mir die, das Stofftier vielleicht? Ja, genau so. Wenn ich dich recht verstehe. Ja. Ich soll meinen eigenen Wettbewerb manipulieren? Ach nö, tu mal so, als wäre sie halt die Beste. Meine Integrität als Promi-Friseur und Showrunner aufs Spiel setzen? Damit alle anderen Wettbewerbsteilnehmer betrügen? Ey, der hat doch die letzten Jahre auch gewonnen, Mensch, jetzt tu doch nicht so. Und das nur, um ein kleines Missgeschick zu kaschieren? Ja, das hast du richtig verstanden. Hervorgegangen aus einer ja eigentlich zu vernachlässigenden Unachtsamkeit? Mhm. Genau das sollst du. Klar. Kein Ding. Wirklich? Das war ja einfach. Weil es absolut keine Rolle spielt. Wie meinst du das? Der Wettbewerb findet dieses Jahr vermutlich sowieso nicht statt. Hä? Wirklich? Ja. Warum nicht? Denn ich bin kürzlich das Opfer eines Raubmordes geworden. Hä? Oha, das klingt ernst. Ist es. Erst wurde das Türschloss meiner Ladentür ermordet. Wie? Und dann meine irrsinnig teure professionelle Fotoausrüstung geraubt. Daher die 3 Abdrücke, ja. Und ohne Fotoausrüstung keine Siegerfotos. Oh, jetzt muss ich dem noch eine Fotoausrüstung besorgen. Oh Mann, ey, die Leute sind dazu nicht selber fähig. Ne? Um alles muss man sich selber kümmern. Das ist wie im richtigen Leben. Und ohne Siegerfotos kein Wettbewerb. Du siehst also, es spielt keine Rolle, was ich dir für dein Schweigen im Flohkammalheur verspreche. Ich kann mein Versprechen eh nicht einhalten. Verflixt! Da war doch so ein Laden, der geschlossen war die ganze Zeit auf so einem Hinterhof. Wo war denn der? Kann ich da jetzt vielleicht hin und mal gucken, ob ich da was finde? Dir fehlt also im Prinzip nur eine Fotokamera? Aber die habe ich ja. Die habe ich ja im Inventar. Ich hätte hier nämlich meine alte Polaroid-Kamera. Würde die genügen? Polaroid? Ich bitte dich. Oh nein. Natürlich nicht. Für was für einen Amateur hältst du mich? No. Die Siegerfotos meines jährlichen Wettbewerbs sind absolut hochwertig. Und für hochwertige Fotos braucht es nun einmal eine hochwertige Kamera. Und die wurde dir gestohlen? Ja. Das sagte ich doch. Beeinträchtigt deine seltsame Frisur dein Hörvermögen? Wenn du mich noch einmal auf meine Frisur ansprichst. Also müsste ich einfach nur deine Fotoausrüstung wieder beschaffen. Und dann würdest du Mr. Fumbleclaw auf das Siegertreppchen setzen? Was heißt dir einfach nur? Hast du eine Ahnung, was ich schon alles machen musste? Hast du etwa die Kamera geklaut? Das ist alles nur geklaut. Nein. Aber diese Aufgabe klingt jetzt wirklich nicht sonderlich schwer. Na, du bist ja lustig. Sicher, dass du nichts mit dem Raubmord zu tun hattest? Ganz sicher. Okay.
Alles klar. Ich besorge dir deine Fotoausrüstung und dann wäscht eine Hand die andere, okay? Aber sicher doch. Was immer du sagst. Klär diesen schändlichen Einbruch auf und wir sind im Geschäft. Dein verschwundener Kater hätte dieses Jahr den Wettbewerb ja vermutlich sowieso wieder gewonnen. Ja, also, was, ne? Von daher kratzt das auch nicht am Lack meines Tierfriseur- und Showrunner-Ehrenkodex. Prima! Ich geh dann mal. Und bin in Kürze mit deiner super teuren Fotoausrüstung wieder hier. Ja, mal sehen, was ich jetzt alles machen muss. Viel Erfolg. Und pass gut auf dich auf. Diese kriminellen Elemente schrecken vor nichts zurück. Speichern. Okay, dann nutze ich das jetzt mal, um ein kleines Toilettenpäuschen zu machen. Nutzt das auch, holt euch was zu knabbern, was zu trinken und wir sehen uns ungefähr, oder beziehungsweise ihr hört mich, ihr seht mich ja gar nicht und ich höre euch ja noch nicht mal, aber ich bin dann in circa 5 Minuten wieder da. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken und was zu knabbern geholt oder wart auch auf der Toilette, habt die Pause gut genutzt. Dann machen wir jetzt weiter. So, jetzt habe ich wieder das Problem, dass meine Maus wieder weg ist. Das ist bei den Spielen, wo man nicht aus dem Bildschirm... ich muss das Spiel wieder abbrechen. Es ist... Bei manchen Spielen ist das blöd. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht einiges wiederholen. Ich habe ja eigentlich, habe ich gespeichert? Ja, ne? So, komm. Ich mag nämlich das, also Streamer mögen es am liebsten, wenn sie die Maus aus, randlos aus dem Spiel bekommen. Beim Aufnehmen und Streamen. Wenn du raustappen musst, hast du oft Probleme. Deswegen streame ich solche Spiele nicht so gerne. Wenn du nur aufnimmst, ist das nicht so schlimm. Da kannst du ja schneiden. So. Wir sind fertig. Nee. Ja. Also, wir gucken mal, wo war denn dieser Hinterladen? Der war hier, ne? Bei der Pizzeria. Hier war der, ja. Der ist aber immer noch nicht da. Also, lass mal überlegen. Fotoausrüstung. Habe ich irgendwo schon eine Fotoausrüstung gesehen? Hat der Laden hier eigentlich überhaupt einen Sinn? Aber ich meine, ich sehe hier auch keine Kamerageschichten. Hier noch irgendwas drin? Kann ich den Hamster da oder muss ich den Hamster hier wieder reinsetzen? Hier ist nichts mehr drin. Ich gucke mal, ob ich den Hamster hier wieder reinsetzen kann. Fotoausrüstung. Nein. Ich denke, Mr. Snuggles hat für ein Spiel genug gearbeitet. Okay, dann brauche ich den noch an einer anderen Stelle. Ich habe doch hier im Polizeirevier, ist doch der mit den Kameras. Hat der vielleicht irgendwie was für mich? Kann ich den dazu befragen?
Gestohlen, Polizei. Ah ja, ich bin ja schon in der Polizei. Der schnarcht, der ist ja nicht da. Oder ist er wieder zurück? So. Gibt's hier irgendwo ein... Bevor ich zu dem gehe... Nee, gibt's nicht. Also hier gibt's kein Hinterzimmer, wo Nee. In den PC kann ich nicht gucken. Dem möchte ich im Dunkeln nicht. Nee, das sind die Steckbriefe, nee. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Nee. An dem Schrank. Okay, dann muss ich ja zu ihm. Weil ich wüsste nicht. Ah ja, vor Ricky ist ja auch eine Kamera, glaube ich. Darf ich noch einmal kurz stören? Ja, was gibt es denn? Captain Pauly hilft immer gern. Da zeigt er mir wieder nur das Auto, ne? Könnte ich noch einmal einen Blick auf die Kamera... Warum solltest du das wollen? Die Aufnahmen der Kamera sind noch immer top secret. Rikis Laden wurde kürzlich doch von Gangstern ausgeräumt. Oh je. Das ist ja ganz fürchterlich. Aber was habe ich damit zu tun? Naja. Sie haben doch Zugriff auf die Überwachungskamera vor Rikis Laden. Die, auf die ich neulich einen kurzen Blick werfen durfte. Ah ja. Ich erinnere mich. Irgendwas mit einer verschwundenen Katze, richtig? Wisst ihr, die haben alle so ein schlechtes Gedächtnis wie ich. Genau. Hast du die Mieze denn mittlerweile gefunden? Ja. Das habe ich tatsächlich. Trotzdem müsste ich noch einmal einen Blick auf die Kamera werfen. Ricky braucht seine teure Fotoausrüstung wieder. Und sicher wurde der Dieb auf Video aufgezeichnet. Verstehe. Ja, das ist sehr gut möglich. Aber ich sagte es ja schon, die Einsicht in die Kameraaufnahmen unterliegt der strengsten Geheimhaltung. Ich habe doch noch dieses Aufnahmegerät, ne? Jetzt muss ich bestimmt wieder was für ihn aufnehmen. Das hat er ja beim ersten Mal schon gesagt.